Ich hatte gehofft, Herrn Vlasenko heute hier in Brüssel, hier in Straßburg begrüßen zu können. Ich hatte ihn eingeladen, hierher zu kommen, nachdem ich letzte Woche das Gerichtsverfahren in Kiew verfolgt hatte und dann am Ende gehört hatte, er habe zwar sein Mandat verloren, aber er dürfe als Anwalt weiterarbeiten. Was liegt da näher, als ihn hierher nach Straßburg einzuladen, weil ein Teil seiner Tätigkeit wird auch vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg sich abspielen, weil er weiter der Verteidiger von Frau Timoschenko natürlich sein will. Er darf nicht reisen. Das ist keine Gerichtsentscheidung, sondern das ist eine Entscheidung, die sich entwickelt hat. Außer dieser Geschichte rund um Herrn Vlasenko gibt es die beiden anderen Kollegen von uns im Kiewer Parlament, die ihre Mandate verloren haben, auf eine ähnlich dubiose Weise wie Herr Vlasenko. Die Kollegen heißen Dombrovski und Beloga. Man sollte die Namen hier ruhig kennen. Sie kommen aus unterschiedlichen politischen Familien oder sind unabhängige Kandidaten. Das große Problem, dass wir immer wieder beschreiben, der Mangel an Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube, man muss es den Ukrainern noch ein bisschen besser erklären. Man muss es auch Präsident Janukowitsch noch ein bisschen besser erklären. In einem Rechtsstaat, ja, da entscheidet der Wähler, wer in einem Parlament sitzt. Und das gilt dann auch für eine Legislaturperiode. Und nur nach sehr strengen Regeln kann dieser Wählerwillen korrigiert werden. In einem Rechtsstaat entscheidet natürlich auch der Wähler darüber, ob Frau Timoschenko eine gute Energiepolitik gemacht hat oder nicht. Es entscheidet der Wähler, ob Herr Lutsenko eine gute Innenpolitik gemacht hat oder nicht. In der Ukraine ist inzwischen Usus, ja, dass politische Widersacher vor Gericht gezerrt werden, im Zweifelsfall ins Gefängnis gebracht werden. Und es ist tatsächlich die politisch motivierte Justiz, es ist die Wiederkehr des sowjetischen Prinzips, dass das Recht von der Mehrheit gesetzt wird. Und das ist aus europäischer Sicht völlig inakzeptabel.